Okay, dann gucken wir mal, was hier in der Richtung ist. Daten, Daten, Weltkarte. Bonnie Springs. Nationalpark Springt Mount Ranch. Werde ich nochmal hier durchgehen und gucken, ob ich hier wirklich zum Spring Mount Ranch komme. Und da hinten ist schön New Vegas zu sehen unter dem Vollmond. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Akkupistole in der Hand. In Bonnie Springs war ich schon mal und dann wurde ich getötet. Okay, ich glaube, ich gehe erst im Nationalpark. Der scheint mir mehr auf dem Weg zu liegen. Zum Glück sehe ich keine merkwürdigen Viecher in der Nähe. Doch, da. Hm. Naja. Vielleicht sind die ja lieb. Also, nicht zu angriffslustig. Obwohl ich schon lustig finde, dass hier anscheinend zwei freundliche sind und... Nationalpark Spring Mount Ranch. Der anscheinend nicht mehr so belebt ist. Da gibt's noch was. Aber wahrscheinlich nichts Interessantes. Denn sonst wird es auf der Karte stehen. Also die Richtung. Bonnie Springs erwartet uns, hoffe ich. Und ich hoffe, die machen uns nicht platt. Und Vegas strahlt schon wieder in Licht. Da, da. In der Richtung ist Bonnie Springs. Ach, das Schöne ist, dass man im Spazierengehen immer so schön nachdenken kann über Dinge, die einem ansonsten nicht so einfallen. Ah, ich habe wieder Lasergewehrmunition. Gut, dann hoffe ich mal, dass meine Kollegen ziemlich gut sind im Schießen und ich vorher noch ein... Sunset Sarsaparilla trinke. Und ich die diesmal alle platt machen. Ich glaube, das hier ist Fledermausland. Ach ja, da waren nur die nervigen Granatentypen. Angriff auf Anführerin der Viper. Was haben wir denn, Anführerin der Viper? Nee, da ist die Anführerin der Viper. Und das dürfen dann die Viper gewesen sein. Habt ihr Munition für mich? Oder Stimpaks oder was auch immer. Habt ihr irgendwas Schönes für mich? Patronen, Korken. Was hast du? Korken, Terpentin, schön. Was du nicht alles so bei dir führst. 44er Patronen, Korken, Metalllöffel, Psycho, Jet. Trapperbüchse wegstein. Du bist die Anführerin, oder? Ja. Gut, was hast du denn hier noch? Habt ihr denn hier noch in dem Dorf? So, außer den Erkundungspunkt für Bonnie Springs. Nichts, anscheinend. So, Lager der Großkanne und Quarry Junction sind. Viele, wie heißen die Dinger noch? Todeskrallen. Deswegen lasse ich die weg. Ich
könnte hier noch ein paar Sachen finden. Und das mache ich jetzt auch. Solange der Spiegel lässt, werde ich viel rumreisen. Und schon schaue ich in die richtige Richtung. Reisen macht mich durstig. Willst du was zu trinken haben? Ich hätte sonst jetzt was Vanille. Zeig mal ein paar. Stell die Flaschen auf. Ich tauschen wir. Ich gebe dir ein paar Sunsets Vanille ab. Zehn. Und den Whisky kriegst du ja auch dauernd. So, waren hier nicht irgendwie Viecher? Nein. Keine in Sicht. Aber ich bin auf der richtigen Richtung. Ach, wie schön. Schade, dass ich mich nicht wirklich erinnere, hier schon mal links gegangen zu sein. Ach, guck, ich kann... Ich dachte schon, ich könnte hier einfach Feuer anmachen. Aber ich muss ja kochen dabei. Und kochen habe ich voll nicht drauf. Stundenlang in der Küche stehen, Zutaten zusammentun und dann in einer halben Stunde wird alles weggegessen. Und es wirkt so, als wäre das völlig natürlich. Da gehe ich lieber in den Supermarkt und hole mir irgendwas, was schon gefertigt ist, und das Essen dauert länger als das Zubereiten. Hi! Okay, ich hatte gerade befürchtet, ich wäre tot. Aber die jagen sich ja zum Glück gerne selbst in die Luft. Was läuft da? Ich weiß noch nicht mal, was das war. Aber scheinbar haben wir jetzt hier ein Lager von ein paar Revolverhelden gefunden. Der hat sogar ein paar Korken dabei und 40mm Granaten. Habe ich doch schon gesagt, dass ich schön finde, dass sie sich selber in die Luft jagen? 10mm Patrone, 20mm Patrone und 45 Korken. Hier haben wir drin Dynamit, Schachtel, Zigaretten und Splittergranate. Frischer Mais. Frischer Meißen, Coyote, Kautabak. Schön. Du hast eine Waffe hier hingeschmissen, das ist eine Whiskyflasche. Für Madame haben wir auch keine vollen Whiskyflaschen mehr, ne? Und ich habe die versteckte Vorratshöhle noch nicht gefunden. Mhm. Ich dachte, das wäre die jetzt. Oder ist sie etwa versteckt? Na, dann finde ich die doch mal. Auch wenn ich nach oben klettern müsste, obwohl das irgendwie keinen Sinn macht mit der Höhle nach oben. Es ist irgendwie so unhöhlich. Hier läuft einer rum. Hallo, was führt dich hierher? Hallo. Hallo. Du bist ein Prospektor. Offenbar schaltet der Krieg einen Gang höher. Ah, schade, dass die RNK Elite-Truppen ankarrt. Okay. Dann gehe ich erstmal hier hingucken. Schätze ich mal, dass hier ein Prospektorenlager ist, oder? Wanderkistenhöhle. Die Wanderkistenhöhle. Rein und speichern. Hallo? Hier was?
außer dunkle Gänge und ein bisschen was Leuchtendes. Ich sehe hier wieder. Ach, hier durch Tote. Lecker. Oh, ich sehe hier Nachtpirscher. Die mögen mich, deswegen greifen sie mich nicht an. Und das finde ich wiederum gut. Und hier ist ein Seesack. 305 Patrone, Aschenbecher, Krafttaste, 12 mm, 12er Patrone, Kampfhelm verstärkt. 17er SW, Kernspaltungsbatterie, Superstenberg. Und ich werde euch nicht töten, ihr Nachtbürscher. Denn ihr tut mir ja auch nichts. Lokale Karte. Nach vorne links ist noch ein Raum, den ich nicht kenne. Ja. Ich höre wieder Nachtpirscher zischeln. Als wenn es Schlangen wären. Hey, ihr habt hier nichts versteckt, oder? Nö. Okay. Ich frage mich nochmal kurz, warum das Walking Box Höhle nennt. Heißt und. Hier ist wirklich nichts zu greifen, ja? Okay. Lasst uns wieder raus. Lasst uns noch gucken, was da hinten links ist. So sehe ich da was, obwohl da eigentlich ja scheinbar nichts ist. Egal. Wieder hinaus. Na, wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Okay, Walking Box Höhle. Deadwind Höhle. Harpers Hütte. Gucke ich mir gleich an. Primpass. Erstmal gucke ich mir an, ob ich die versteckte Höhle doch nochmal finde. Die wird mir nämlich leider auch nicht auf der Karte angezeigt. Oder ich gucke mir die Orte dahinter an. Hier sieht es auch aus, als wäre was vergraben, aber mich irritiert es ein bisschen, dass du hier irgendwas suchst anscheinend, Prospektor. Auch eine schöne Straße. Nee, die Höhle müsste unten sein. Wo geht's denn dahin eigentlich? Wolfwood Ranch. Und hier unten ist noch abgestürzter Vertibird. Später. Hier ist irgendwo die Höhle. Ich fürchte wirklich, dass sie weiter oben ist. Sieht mich jetzt genau geradeaus. Okay, dann versuche ich nochmal oben. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich schon. Ups. Oh, spring. Spring. Ich spring halt nicht. Wo gucke ich da hin? Das könnte auch das dahinter sein. So, versteckte Höhle. Nee, hier war keine versteckte Höhle, hier war nur Müll. So, hier. Das da ist. Okay, Kojotenbau ist das da wahrscheinlich. Hier ist die versteckte Höhle, wo? Ah,
Versteckte Höhle. Das sieht ja fast aus wie die Tür nach einer Vault. Versteckte Vorratshöhle. Und so eine Vorratshöhle ist bestimmt nicht wirklich groß. Es sei denn, sie führt wirklich zu einer Vault. Strahlenschutzanzug. Was ist das? Lotterieschein. Schön, dass es hier so viele Lotteriescheine gibt. Das alles nur wegen der Lotterie, wo wir mal vor ein paar hundert Folgen, vor ein paar Folgen irgendwie einer überlebt hat und sich drüber, wieso nehme ich die Arzttaschen hier mit, gefreut hat, dass er nicht sterben darf, muss. Cognac der Barbar. Super Aufbewahrungsort für so einen Kultcomic. Hier hätte ich reingeguckt? Ja, ist leer. Hier ist leer. Tolle Vorratshöhle. Höhle. Und das war's auch schon. Und wieder raus. Dann ist das nächste Ziel der Kojotenbau. Irgendwann habe ich dann ganze Mojave erkundet. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich irgendwie zu den Rumsern kommen könnte. Außer natürlich, ich kriege irgendwie den Durchgang nach hinten auf. Diesen Tunnel da. Kojotenbau. Da liegen aber nur ein paar Leute drin. Ein Bright-Anhänger. Elektronakku, schön. Aber hier kommt ich auch nicht rein. Nö. Kein Eingang. Das war's, Cass. Hier ist kein Eingang. Wir müssen einfach weiter. Und zwar vom Notbahnhof aus. Ich bin immer froh, wenn sich unten das Roulette-Rad dreht. Weil das für mich heißt, er lebt noch. Und ich trinke noch eine Sunset Sarsaparilla. Die lädt dann für ein paar Sekunden Energie auf und... Ja. Hallo. Lass mich hier rauf. Ich will doch nur Orte erkunden. Das war's auch schon wieder mit der Sunset Sarsaparilla. Aber ich fühle mich erfrischt. Primpass. Wollt ihr den Primpass finden? Karte. Oh, wollte ich. Harpers Hütte und Deadwind Höhle. Und da ist ein Gegner. Und hier liegt ein Toter. Bright Anhänger. Energiezellen. Plasma Defender. Dann treten wir mal aufs Gas. Das ist ein Todeskrallen. Also, jeder hat Todeskrallen, aber... Ja, genau. Gut, was steht da? Zugang zum Erdgeil. Dann laufe ich halt zum nächsten Ort. Und lass den Pass erstmal da, egal. So, was habe ich hier übersehen? Jack Rabbit Springs.
Da. Wieso habe ich den Ort übersehen? Weil es radioaktiv war, genau. Genau, den Krater konnte ich nicht entdecken, weil da zu viel Radioaktivität ist. Östlicher Crescent Canyon. Abgestürzter Vertibird. Dann gehen wir da mal hin. Es sei denn natürlich, da ist auch zu viel atomare Strahlung, deswegen anders ist das. Kess ist bewusstlos und ich bin ein toller Gegner und ich sterbe einfach. Ja, an manche Orte sollte man nicht so direkt reisen, weil da laufen noch Leute, Gegner rum. Egal. Ach, Nelson will ich nicht. Ich gehe mal hier oben noch einige zu entdecken. Hier. Von den Monte Carlos Juten, da kann ich ein paar Orte entdecken und zwar nacheinander. Ohne irgendwie besonders auf achten zu müssen, dass ich die ganze Strecke laufe. Also ein paar Gebäude direkt ineinander und dann wende ich mich mal wieder ein paar Quests zu. Und hier ist eine schöne Stadt aufgebaut. Und viele Leute stehen hier rum. Nebenbei überlege ich, ob hier wirklich noch nicht war. Thorn. Da wohnt wahrscheinlich Thorn. Überall Türen zugenagelt. Aber keine Gegner, alles nur Freunde hier. Ich weiß nicht, warum ich hier reinlaufe. Einfach ein Flex. Alle Türen, alle Fenster zugenagelt. Ihr seid. Dieser Anführer der Unholde hat bekommen, was er verdammt nochmal verdient hat. Genau. Bewohner von Westside. Einfach nur Bewohner von Westside. Diese drogensüchtigen Unholde in Vault 3 haben Verluste erlitten. Sie sollte man einfach alle umlegen. Schön, dass du Kester sagst. Was bist du für einer? Bist du mit Namen oder so? Jemand hat endlich diesen kranken Hurensohn Motor Runner erledigt. Recht so. Ja, wäre das wohl wahr. Hier geht's nach zu Thorn wahrscheinlich. Nach Thorn. Mir tut alles weh. Hallo. Offenbar schaltet der Krieg einen Gang höher. Man hört, dass die RNK-Elite-Truppen ankarrt. Westside. Dann krieg ich doch erstmal ins Zorn. Oh, ein Raketenspielplatz. Ich kann nirgendwo sonst hin. So, was haben wir denn hier noch? Funhaus, Westside. Anhänger unterschlupf, da muss ich auch nochmal hin. Und zum Sassarilla Hauptquartier muss ich auch nochmal. Aber erstmal gehe ich ins Zorn. Denn da gibt's bestimmt was Lustiges. Wenn das schon so geil in einem unterirdischen Dings ist, wo man mit dem Gulli rein kann, durch den Gulli rein kann. Eine Arena? Scheint so. Wache. Wollen Sie die Kämpfe sehen oder Red Lucy? Red Lucy. Kämpfe sind jetzt nicht so unbedingt wichtig. Bleiben Sie nachts im Untergrund. Ja. Ich bleibe nachts im Untergrund. Man könnte mir auch vorstellen, die ganze Zeit im Untergrund zu sein, aber... Das Spiel wollte ich erst später spielen. Also nicht später im Sinne von heute, sondern später im Sinne von irgendwann. Das gibt's demnächst. Home from the Revolution.
Okay, ich will nicht zu den Käfigen, das klingt unnötig. Was haben wir hier? Hinter der Tür Nummer 3, Käfige des Zorn. Klingt auch super. Wie so ein Film, Käfige des Zorns. Und ich drücke einfach mal E, um reinzurennen, obwohl ich gar nicht rein will. Käfige des Zorn. Und hier geht's zu Red Lucys Kammer. Bin ich mal auf Red Lucy gespannt. Hallo? Verschlossen sehr leicht. Lichtschalter. Mach das Licht an, im Bett. Ja, kenn ich schon. Okay. Red Lucy hat direkten Zugang zu diesem Arena. Ich schaue mich mal um, ob ich hier irgendjemanden finde, mit dem ich sprechen kann. Red Lucy zum Beispiel. Ich würde mich erinnern, wenn ich sie schon mal hier gesehen hätte, ganz sicher. Was wollen Sie? Kaffee? Was ist das für ein Ort? Das Geschrei unserer blutrünstigen Menge dringt bis in die letzten Winkel des Ödlands. Aber ich tue mal so, als sei ihr Unwissen keine Beleidigung. Das ist das Thorn. Hier erkämpfen sich die Starken einen Namen, während die Schwachen zur Hölle geschickt werden. Sie können auf die Teilnehmer setzen. Oder, falls sie das Zeug dazu haben, selbst teilnehmen. Ich warne Sie. Das Thorn verlangt Respekt. Wenn Sie die Regeln brechen oder mich irgendwie beleidigen, werde ich Sie vor allen Leuten ausweiden. Danke für die nette Begrüßung. Erzählen Sie mir mehr über das Thorn. Was wollen Sie denn wissen? Was sind die Regeln? Die Regeln sind einfach. Meine Kreaturen kämpfen zu unserer Unterhaltung. Sie können auf einen Teilnehmer wetten. Bei Sieg erhalten Sie das Doppelte. Aber Sie erhalten mehr, wenn Sie Ihren Kragen im Thorn aufs Spiel setzen. Gewinnen Sie einen Kampf, dann gebe ich Ihnen einen Anteil an den Einnahmen. Ich dulde nicht, dass jemand in die Kämpfe eingreift. Beleidigen Sie mich und Ihr Blut wird als nächstes vergossen. Ansonsten ist alles erlaubt. Okay, ja. Wer oder was kämpft im nächsten Match? Die tödlichste Bestie von allen. So etwas haben Sie noch nie gesehen. Ja. Todeskrallen werden diesen heiligen Boden rot färben. Geben Sie Ihre Wetten ab, bevor es zu spät ist. Ich setze 20 auf Rot. Okay. Viel Glück und viel Spaß beim Gemetzel. Fängt das jetzt direkt an? Eine Todeskralle. Noch eine Todeskralle. Was war das jetzt? War das der Kampf? What? Willkommen zurück. Was wollen Sie denn wissen? Wer oder was kämpft im nächsten Match? Wir haben zwei Riesenschrecken. Fertig für die Schlachtbank. Okay. Blau. Okay. Viel Glück und viel Spaß beim Gemetzel. Riesenschrecken? Oder Riesenschnecken? Schrecken. Okay, und los geht's. In der linken Ecke und in der rechten Ecke und ich weiß noch nicht mehr, wer rot oder wer blau ist. Und wir haben einen Gewinner. Und der geht natürlich entspannt wieder zurück. What? Es ist Zeit für Blut, nicht Worte. Es ist Zeit für Blut, nicht Worte. Wir sehen uns nach dem Kampf. Ja, die Türen sind zu. Es ist Zeit für Blut, nicht Worte. Wir sehen uns nach dem Kampf.
Hier kann ich nicht. Doch, da kann ich rein. Nee, lang. Dann machst du Licht an. Okay, es geht nicht weit rein. Ich wollte das Licht wieder ausmachen. Danke. Ja, ist jetzt nicht so, Eddie. Kannst du jetzt reden? Gut gemacht. Yeah, hier ist Ihr Anteil. Willkommen zurück. Ja, hi. Ich möchte gerne über Westside etwas erfahren. Fragen Sie. Vielleicht bekommen Sie eine Antwort. Ist Westside Teil von New Vegas? New Vegas hat viele Gesichter. Egal was passiert, es wird nie eine Einheit sein. Wenn das Land sie jagt, wenn der Überlebenskampf zum Alltag wird, werden Nachbarn entweder zu Rettern oder zu Feinden. Ja. Westside ist ebenso Teil von New Vegas wie des Ödlands. Am Ende brauchen wir beide, um unser Schicksal zu schmieden. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Wie schaffen es die Menschen hier zu überleben? Westside zieht alle möglichen Reisenden an, auch Händler und Farmer. Sie kommen, um mit ihren Waren zu handeln oder um Schutz zu suchen. Okay. Unsere Gemeinde bietet genug Nahrung, Kleidung, Waffen und Medikamente, um Handel zu fördern und unsere Verteidigung zu verstärken. Das Thorn zeigt vor allem, dass wir unabhängig sind. Hallo. Unser Wüstenblut hat auch die stärksten Bestien des Ödlands in die Knie gezwungen. Sagen Sie mir doch bitte nochmal, welche Beziehung Westside und New Vegas haben. Westside ist ebenso Teil von New Vegas wie des Ödlands. Am Ende brauchen wir beide, um unser Schicksal zu schmieden. Und den Satz finde ich echt schön. Ich hätte noch eine Frage zu etwas anderem. Ich höre. Sprechen wir über Sie. Was ist? Ich kann nicht anders, als ständig daran zu denken, was wir beide miteinander anstellen könnten. Wie wurden Sie zur... Danke für dein Follow, Entity One. Entity One. Hi. Das Thorn ist mein Herr, nicht umgekehrt. Ich lebe, damit die Meinen ihre Einschränkungen überwinden können. Unser Land ist hart und feindlich. Unsere Leben sind billig und zerbrechlich. Der Tod ist unser sicheres Schicksal und schlägt unerwartet zu. Das Thorn zeigt uns die Wahrheit. Hier entkommen wir unseren Fesseln und nehmen dem Schicksal die Wahl unseres Todeszeitpunkts ab. Was halten Sie von der aktuellen Lage im Mojave-Ödland? Dem Land sind kleinliche Streitereien zwischen unbedeutenden Menschen egal. Mir ebenfalls. Am Ende werden die Leute von New Vegas weiter hier leben und sterben. Ganz egal, wer ihr selbsternannter Herr ist. Was ich tue, ist keineswegs niedriger als das, was sie tun. Zumindest wenn wir hier, wenn wir unter uns sind. Tschüss. Bis dann. Okay, hier gibt's also nicht wirklich was. Also gehe ich nach Westside.